Hier mal. Ja, das passt. Ja, ja, nee, ich nehme gerade. Oh, oh. Ja, ach so. Du hast jetzt ja hier gemalt, ne? Ja. Das meine ich ja. Und ja. Hat ja einen Grund, sag mal. Ja, genau, also ich bin, ich habe heute diese Versammlung angemeldet, als friedliche Kundgebung gegen die Vermietung städtlicher Räumlichkeiten an Rechtsextreme. Du bist gerade in der Aufnahme. Ja, genau. Genau, und ich habe diese Versammlung angemeldet, weil übermorgen der als Faschist zu bezeichnende Björn Höcke, AfD-Politiker, und Andreas Kalbitz, auch AfD-Politiker, hier im Rahmen eines sogenannten Bürgerdialogs der AfD reden werden. Und da hat sich ein breites gesellschaftliches Bündnis gegen geformt, einfach nur um klarzustellen, dass wir in Salzwedel keine Faschisten haben wollen. Und das stellen wir heute auch schon klar, indem wir anschließend zu dieser Kundgebung in die Stadtratssitzung, die um 18 Uhr ist, gehen werden. In die Stadtratssitzung? In die Stadtratssitzung, genau. Ist die öffentlich? Oder? Ja, die ist öffentlich. Und zwar um in der Bürgerfragestunde, die heißt so, Fragen dazu zu stellen, wie das denn sein kann, dass die dass das Kulturhaus aus der Stadt gehört, an die AfD vermietet wird. Hallo. Hallo. Guten Abend. Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, Mitarbeiter der Verwaltung, Ortsbürgermeister, Einwohner der Stadt Salzwedel und Vertreter der Medien, ich eröffne hiermit die vierte Sitzung des Stadtrates in dieser Wahlperiode. Ich stelle die ordnungsgemäße Ladung, die zahlenmäßige Anwesenheit der Stadtratsmitglieder fest. Es sind 31. Am Freitag findet hier im Kulturhaus eine Veranstaltung statt, die für einigen Diskussionsstoff gesorgt hat. Es haben mich Hinweise und Anfragen erreicht, die mich als Bürgermeisterin und als Salzwedlerin beschäftigen. Fest steht, die Stadtverwaltung muss nach den gesetzlichen Vorschriften handeln. Es haben sich Interessengruppierungen und Parteien angemeldet, um gegen diese Veranstaltung zu demonstrieren. Beides ist von der Demokratie geschützt und erlaubt. Ich fordere als Bürgermeisterin der Hansestadt Salzwedel alle Beteiligten nachdrücklich auf, den Ablauf friedfertig zu gestalten, und verleihe meiner Hoffnung Ausdruck, dass die unterschiedlichen Meinungen und Ansichten friedlich und auf der Grundlage unserer Gesetze geäußert werden. Die Landtagsfraktion holt mit Björn Höcke, ein Vertreter des rechtsextremen Flügels der AfD, nach Salzwedel. Einem politischen Zweig der AfD, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Gleiches gilt für Oliver Kirchner, den Fraktionsvorsitzenden, ebenfalls ein Anhänger des rechten Flügels. Andreas Kalbitz und Daniel Roy wurden in der Vergangenheit auf mehreren rechtsextremen Demonstrationen und Veranstaltungen gesehen. Ulrich Siegmund als Mitglied der Jungen Alternative Sachsen-Anhalt
welche ebenfalls vom Verfassungsschutz beobachtet wird, schließt den Bogen des Podiums des geplanten Bürgerdialogs. Rechte Hetzer wollen hier ihr persönliches Feindbild in einem öffentlichen Bürgerdialog diskreditieren. Dafür darf es in Salzwedel und anderswo keinen Platz geben. Wir unterstützen daher den Gegenprotest zu der Veranstaltung zum sogenannten Bürgerdialog. Weiterhin stellt sich uns die Frage, ob bereits bei der Anmietung bekannt war, dass Höcke und Kalbitz Gastredner sein werden. Ich kann nur hoffen, dass am Freitag, dass hier friedlich ein Protest ausgeführt wird. Ja, und ich kann die Bürgerinnen und Bürger und auch die Stadträte, die friedlich ein Zeichen setzen wollen, gegen jede Art von Radikalismus, egal ob von links oder von rechts, sich um 19 Uhr in der Marienkirche einzufinden und dort an einer Orgelandacht teilzunehmen, ein stiller Protest gegen jede Art von Radikalität. Danke. Ich möchte gerne wissen, weshalb der aktuelle Stadtrat, warum die aktuelle Verwaltung und die aktuelle Bürgermeisterin so wenig, mit Ausnahme der Linken, mit Ausnahme der Grünen Fraktion und einzelnen Mitgliedern des Stadtrates, warum so wenig Positionierung gegen rechts passiert. Also, was der Stadtrat dazu denkt, sage ich mal, ist in vergangenen Sitzungen zum Ausdruck gekommen. Ich war beteiligt an der Sitzung des Hauptausschusses, wo es eigentlich eine eindeutige Stellungnahme von den anwesenden Stadträten gab, von dem überwiegenden Teil der anwesenden Stadträte. Mehr kann ich für den Stadtrat zu dem sprechen. Ich bin der Vorsitzende, ich bin nicht der Vertreter aller Stadtratsfraktionen. Es geht auch zu dem Freitag den Bürgerdialog mit der AfD. Björn Höcke, er hat in München und Hannover Redeverbot bekommen und es ist möglich für die Städte, dass Redeverbot ausgesprochen wird. Meine Frage ist, warum nutzt die Stadt Salzwedel nicht ihre Möglichkeiten, dass Björn Höcke, der ein erklärter Faschist ist, was Gerichte auch festgestellt haben, warum Björn Höcke in Salzwedel kein Redeverbot erteilt wird. Die Möglichkeiten wurden in überhaupt keiner Weise ausgeschöpft. Da stehe ich auch im Gegensatz zu den Ausführungen der Bürgermeisterin. Gut, meine Frage ist klar. So, nochmal vielleicht zur allgemeinen Erläuterung. Es ist ein Mietvertrag abgeschlossen worden, ohne zu wissen, wer Redner ist. Das hat ausschließlich die Landtagsfraktion des Landtages in Sachsen-Anhalt hier abgeschlossen. Hier mit dem Kulturhaus. Es war nicht bekannt, wer als Gastredner kommt. Wir haben die Frage nicht beantwortet. Ich bitte, Zwischenrufe zu unterlassen, Herr Stefan. Wenn es zur Thematik ist, darf nur noch einer sprechen. Werden Sie sich einig? Einer von beiden darf dann nur sprechen. Konkrete Frage. Ja, mein Name ist Janik Brunke, ich wohne in Salzwedel. Beim sogenannten Bürgerdialog der AfD im Februar 2019 wurde beim Einlass ins Kulturhaus willkürlich kontrolliert, wer die Veranstaltung betreten durfte und wer nicht. Es wurden mehrere bekannte Neonazis in die Veranstaltung gelassen. Im Gegensatz dazu wurden willkürlich andere Personen nicht in die Veranstaltung gelassen. Beispielsweise wurde einer jungen Frau aufgrund ihrer Hautfarbe der Eintritt verwehrt. Meine Frage lautet, wie will die Stadt Salzwedel sicherstellen, dass am Freitag alle interessierten BürgerInnen am sogenannten Bürgerdialog der AfD teilnehmen können?
sich damit befasst und kann nicht antworten. Wir haben das Kulturhaus vermietet und damit hat die AfD-Landtagsfraktion, die kann sagen, wer an ihrer Veranstaltung teilnehmen kann. Wir nicht. Engel der Verständigung. Von wem? Von Höcke oder was? Steckt doch schon drin, Mann. Im Engel schon? Ja.